Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankitza von Moravi Fotografie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute möchte ich dir eine dritte Wickeltechnik, also inzwischen die dritte, was ich online gestellt habe, Technik zeigen. Ja, es ist so, das Baby wird nicht direkt eingewickelt, sondern ich bereite alles im Voraus vor und brauche das Baby nur mehr reinlegen. Ich nutze diese Technik eigentlich am liebsten, weil es so einfach ist. Ja, und jetzt möchte ich dir erklären, wie ich das Ganze mache. Ich brauche natürlich mein Körbchen, einfach ein rundes Körbchen, ein Gewicht dazu, ein Gegengewicht. Das ist ganz, ganz wichtig, damit, wenn du siehst, das Körbchen ohne Gewicht wackelt hin und her. Wenn ich das Gewicht drauflege, ist es schon viel, viel stabiler und das ist auch einfach zur Sicherheit für das Baby wichtig. Ja, und was ich dann nehme, ist ein kleines Polsterchen, also ein kleines Deckchen. Lege das über das Gewicht rüber, damit das nicht zu hart ist, wenn ich das Baby drauflege, damit es auch schön weich bleibt. Und dann hole ich mein Ringkissen, also ich nehme das Ringkissen. Das kannst du aber auch mit Handtüchern machen oder mit Decken einfach einrollen und einfach einen Kreis hier machen. So, damit wirklich ein schöner Kreis hier entsteht. Und was ich dann zum Schluss noch brauche, ist natürlich eine Decke, also die Decke, was dann für die Fotos auch gedacht ist. Die lege ich dann einfach hier rein und umkreise es, also umkreise mein Ringkissen. So, damit ich wieder einen schönen Kreis habe. Und wie du siehst, hier geht es so richtig rein. Das heißt, wenn ich das Baby reinlege, lege ich es hier hinein und das sinkt so richtig schön hinein. Ja, und als nächstes brauche ich dann ein Wrap. Und das bereite ich auch im Voraus vor. Und wieder mit einer langen Seite und mit einer kurzen Seite. So, also umkreise es komplett, ein bisschen drinnen, ein bisschen außen. Also es ist auch alles umkreist. Und was jetzt nur noch fehlt, ist mein Baby. Und das Baby ist heute wieder meine kleine süße Lina, also die kleine Puppe Lina. Und ich zeige euch das. Natürlich positioniere ich sie mir im Voraus, so wie ich sie gerne haben möchte. Und zwar die Beinchen schön überkreuzt, die Arme schön überkreuzt. Und lege mir das Baby einfach nur noch hier hinein, in die Wölbung. Das Baby sinkt schön hinunter. Die Füßchen, damit ich auch eben die Fotos von den Füßen machen kann, sollten unbedingt nach oben schauen. Die Hände, je nachdem, wer das Baby möchte, kann ich auch hier oben zum Gesicht anlehnen. Also das bleibt dir komplett frei überlassen, wie du das Baby dann positionierst drinnen. Wichtig ist nur, dass die Füßchen angewinkelt sind und die Hände auch drinnen sind und nicht nach außen gestreckt. So, und dann nehme ich jetzt mein Tuch und mache einfach nur hier einen Knoten rein. So, und wenn ich jetzt merke, der ist ja viel zu locker, mache ich einfach noch einen zweiten Knoten. So, und mache das noch richtig schön. Und hier kann man eben auch die Füßchen fotografieren, das Baby, das Gesicht kann man noch anpassen. Also das hier ist eigentlich meine Lieblingstechnik, die ich beim Wrappen verwende. Also das Baby ist ja nur halb gewrappt. Aber die mache ich auch am öftesten. Und deswegen wollte ich sie dir jetzt auch unbedingt zeigen. Probier es unbedingt aus, das ist eigentlich total einfach. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Wenn du dazu Fragen haben solltest, stell es mir liebend gerne in die Kommentare und ich blende dir gleich ein paar Bilder ein mit echten Babys, die ich so fotografiert habe. Und ja, ich hoffe, du konntest dir einiges aus dem Video mitnehmen. Wenn es so ist, dann lass mir liebend gerne einen Daumen nach oben und ja, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch bald wieder im nächsten Video. Ich freue mich sehr auf dich. Bis dann!